שלום עליכם, ויר לרנן וייטר תהילים, פסלמן, פון דוד המלך, הויט איינה בזונדרה קפיטל, 146. אס גיבט אים יודנטום 12 פרשידנה פנצטר פון גיבייטה, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, תימנים, פורטוגלים, איטלקים, פרשידנה מרוקאים, טוניסאים. ונידר בייטת אביסל אנדרס, עם גרוס ונגנץ, זינד אלה אידנטיש, אלזו ון אישלנדה איניינה זינגוגה פום ימניטיש יודן בנישנישט פרלורן, ונבן זי קומן נח פרנקפורט צו בייטן, די זינד אוך נישט פרלורן. Aber diese Kapitel 146 bis Ende 150, Kola Kehilot, alle Gemeinde, alle sagen das ohne Ausnahme. Diese Kapitel ist ein Lob und eine Moral, dass es ist keine Verlass auf Menschen. Auch nicht auf die Großzügige, auch nicht auf die Philanthropen, auch nicht auf die Reiche, auch nicht auf die Mächtige in die Politik. Mein Onkel ist ein Minister von Baden-Baden und bis du brauchst ihn, der sitzt schon im Gefängnis. Und es ist auf niemand Verlass. Auch starke Menschen sind heute stark. Und morgen wie ein Luftballon, pst, Shabbat Shalom, die sind weg, Position weg, Geld weg. Und Menschen sind sehr sensibel, sehr empfindlich. Heute er ist dein bester Freund, morgen hast du ihm gechappet, hast du ihm etwas gesagt über sein Kind, das, das und jenes, und er ist schon beuges, und er zeigt dir die Rücken, und so geht es. Das ist, was sollst du nicht machen? Nicht auf Menschen und auf großzügige Philanthropen vertrauen. Was sollst du machen? Haben meine volle Bitachon an Borei Olam, an Hashem, der Schöpfer der Welt. Er ist der Balabos, er ist ewig, er ist wahr, er steht Schmire Leoilom, Halleluja. Der Mensch, der lebt gut sein Leben, ist ein Mensch, der hat immer Bremse, Gleichgewicht. Aber wenn der Mensch stirbt, oft durch den Äußerst, er hat verloren sein Gleichgewicht. Ein Mensch will leben in Ruhe, aber es geht nicht. Auch ein Arzt, wenn man tretet ihm zu nahe im Stress, wird er etwas sagen sein Chef, oder er wird selbst kündigen, oder der Chef wird ihm kündigen. Und wir sehen auch große Menschen, wo wir dachten in die Welt. Oh, die Menschen sind groß. Die sind ewig. Keine Schutz, keine Garantie. Ein Mensch ist eine Kindertrampoline. Volle Matratze, volle Luft. Ein kleiner Nadel, ein kleiner Wurm, kleiner Virus, innerhalb 48 Stunden, auch Privatarzt, kann man der Mensch nicht schützen. Josef HaTzadik war der Erste, der hatte keine Angst vor Menschen. Sie hat ihm gesagt, ich werde dir in Gefängnis legen, ich werde dir sperren. Hashem Matir Asurim, Hashem befreit die Gefangene. Ich werde dir legen in eine Käfig gebeugen. Hashem streckt die Gebeugene. Ich werde dir legen Metall mit Feuer in die Augen. Hashem Pokeach Ivrim, Hashem wird öffnen die Augen. Ich habe keine Angst. Es wird alles sein gut. König David sagt in diesem Kapitel, ich lobe und ich danke Gott, auch wenn es mir gut geht. In die ganze Tehilim König David betet
bittet. Er ist nah zu Hashem, wenn es ihm eng, schwierig, Fluch, Probleme, Zores. Aber David HaMelech sagt, Azamra le Elohai, ich singe, mein Gott, beodi, wenn es mir gut geht. Wir werden diese Kapitel lernen und wir sagen noch eine letzte Einführung und dann beginnen wir. Es gibt in dieser Welt zwei Gruppen von Menschen. Die, die sitzen in Licht und die, die sitzen in Dunkelheit. Die, die ihr Leben packen mit Masel, mit Gutes. Und es gibt Menschen, die leben in Dunkelheit, die sind Schlemazel. David HaMelech in diesem Kapitel ist geworden Sozialamt. Er beginnt über alle Miskenim, über alle Elende, über alle Gedrückte, in alle Leute, die unfair finden ihre Leben. Und dieses Kapitel geht immer in einen Takt von drei. Und so weiter. Und wir werden bald sehen, dass es gibt verschiedene Leute von Muskenim. Es gibt Gruppen von Menschen, wo man kann sie helfen. Wenn jemand ist hungrig, kann man ihm helfen, gibt man ihm Brot. Wenn jemand ist im Gefängnis, kann man ihn begnadigen. Wenn jemand wurde betrogen, kann man ihm im Gericht das bekommen, was ihm fehlt. Es gibt Menschen, wo es sehr schwierig zu helfen. Die Blinde, die Gebeugene, die Konvertierte, die Fremde, der Weise, die Witwe. Man kann sie helfen, aber es ist sehr schwierig. Weil die sind am Rand von der Gesellschaft. Deshalb lass uns beginnen und sehen ein super Kapitel. Halleluja. Halleli nafshi es Adonai. Halleluja, lob mein Gott, meine Seele. Halleluja Adonai bechayoi. Weil ich lobe Gott kol zman was ich lebe. Ich werde Gott loben, solange was ich lebe. Wir sehen hier, wir haben schon in Kapitel 104, dort steht geschrieben, Borchi Nafshi, segne. Und hier steht geschrieben, Ahaleli Nafshi. Was ist der Unterschied zwischen Bracha und Halleluja? Halleluja ist allgemein, universell, und Bracha ist individual, particular für einen Mensch. Also, wenn jemand sagt dem anderen Bracha, bedeutet, ich segne dich, danke dir, dass hast du Zeit genommen, heute mit mir zu lernen, auch wenn es dir nicht gepasst, ich gebe dir Bracha, toda rabba. Halleluja, Halleluja, dass diese Welt existiert und dass die Sonne war heute 2 Stunden. Also Halleluja ist allgemein und universell. Also wenn einer gibt dem anderen ein Glas Tee, er sagt ihm nicht Halleluja. Er sagt ihm Bracha, Toda Rabba. Also weil Bracha ist eine individuelle Lob zu Hashem. Jetzt. Loben und danken zu Hashem ist eine große Sache. Wenn ein Mensch lobt und dankt Hashem, seine Neshama wird heiliger. Wird heiliger. So wie man sagt, mit dem Essen kommt dem Appetit. Genauso ist mit Loben und Danken zu Hashem. Wenn ein Mensch hat gelernt, etwas, was schmeckt, irgendwann kann er nicht aufhören. Wenn jemand hat getrunken einmal ungarischen Wein, Tokai, wirst du dann bringen etwas vom Penny, von 7 Euro, wird er sagen, was ist das? Das ist gut für den Grill zu löschen, dem Feuer. Also das braucht man nicht zu trinken. Also das ist gut für zu machen Marinade für den Fleisch. Aber das ist kein Wein. Wenn einer hat schon probiert, gute Sachen, versteht er, was ist gute Sachen?
Es war einmal ein großer Rebbe, der ist Reb Shlomo Sossover. Und war in Wien. Und da kam ein Deutscher mit seinem Sohn. Ein Deutscher aus Deutschland. Und sein Sohn war appetitlos Problem. Wollte nicht essen. Und war eine Jugendliche, so eine Jugendseele, so eine Knabe. Und ist gefahren nach Wien zu einem Professor. Und der Professor hat gesagt, ich kann dir nicht helfen. War unterwegs, sehr traurig, hatte meine gesehen, hat gesagt, warum bist du traurig? Sagte, mein Kind ist abgemagert, niemand kann ihm helfen. Sagte der Chassid, vertraue nicht Menschen, vertraue nur Gott, es gibt dir per Zufall ein Wunder, Rabbi, geh zu ihm. Geht zu der Rabbi und der Rabbi hat gesagt, Gott wird dir helfen. Als kam zurück nach Deutschland, die sind gekommen zu einem Restaurant. Und dort haben sie gefunden irgendeinen Vogel mit vielen Farben und sagte, Papa, das will ich essen. Jahre später, der Doktor hat gesagt, es gibt irgendeinen Vogel von India mit diesen Farben, dass wenn man ihn isst, der Appetit kommt zurück. Also Hashem hat ihm geschickt, ein Vogel von India. Deshalb, David HaMelech sagt, ich danke Gott mit meiner Nefesh, mit meiner Seele. 2. Ahalelo Adonai Bechayoi Azamro Leloai Beoidi. Ich will loben Gott, solange ich lebe. Ich will singen zu mein Gott, wie lang ich bin. Was ist der Unterschied zwischen sagen und singen? Sagen, wenn man sagt, leise ist angenehm. Wenn man sagt laut, sagen wir nicht. Singen, wenn man singt laut, ist schön, wenn man singen kann. Wenn man singt ganz leise, es ist nicht schön. Also König David gibt eine sehr schöne Formulierung für Gesang. Gesang ist eine schöne Geschrei. Es ist eine schöne Schreien. Eine Schreien, die du noch mehr und mehr hören willst. Also manchmal siehst du ein Konzert von die drei Tenöre und irgendeine gibt einen Schrei bei Nesso Dorme oder bei Sole Mio, so ein hohes C und da gefällt dir, aber er schreit für diejenigen, die mögen nicht diese Musik. Aber wenn einer liebt diese Musik, versteht diesen Geschmack, sagt er so wie du, Halleluja. Also er freut sich Gott, dass er so eine Töne erreicht. Ich kann mich erinnern, vor viele Jahren, als meine Frau soll gesund sein, hat noch nicht verstanden, wie schön ist das, kantorelle Musik. Sie hat gesagt, Shlomo, warum schreien sie so alle? Ich habe gesagt, sie schreien nicht, das ist dieser Gesang, das ist so wie Opera, so singen die. Genauso sagt König David, solange ich lebe, ich werde sorgen und singen. 3. Al tiftechu benedivim beven odom she'en loy teshua. Ihr sollt euch nicht versichern auf Fürsten, auf Menschenkind, was nicht da bei ihm kein Hilf. Oh, weißt du, wer ist mein Freund? Moishe Groys, der Oberpräsident von ganzen Essen. Er kann mir bestimmt helfen für meinen Sohn. Weißt du, wer ist helfen? Der Chef von Spital, von dem ganzen Kur, von Jankel Karlsbad Tutrus Petros. Er ist der größten Macher. Und so der Mensch denkt, Beziehung, Protektion, Kontakte und er macht dir mit den Augen. Ja, keine Sorgen, ich krieg das schon hin. Warum? Weil Jankel Todres hat zusammen mit meiner Mama in dieselbe Sonne Wäsche gehängt. Also die sind Kontakt so, vom Kindheit an. Also die sind zusammen, bei uns ist alle, sagt König David, hör mal zu.
Niemand wird dir helfen. Es kommt Momenten am Leben, nicht die Mischproche, nicht dein Papa, nicht deine Mama, nicht mal du selbst zu dir selbst. In dem Not kann dir nur Hashem helfen. Es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben so viel gemacht. Und ich kann dir sagen, auch in Frankfurt, es gibt Kinder, die sagen, meine Eltern, mein Papa, meine Mama haben so viel gegeben, so viel gespendet, so viel getan, so viel gemacht. Na und? Was hat das zu tun mit dir? Was hat das zu tun mit deinem Leben? Was sie haben gemacht, haben sie gemacht. So lob mal richtige Ganeden. Was hast du gemacht? Darf ich was sagen? Klar. Ja, also gerade in dieser Zeit, da hat mich jemand kritisiert, ich habe mich impfen lassen. Und sagen alle, du darfst das nicht, du wirst sterben, du hast einen, weiß ich was, einen Herzinfarkt oder sowas. Und sage ich immer, alle Leute, Gott Hashem holt mich dann, wenn es die Zeit ist und nicht, weil ich jetzt eine Spritze bekommen habe. Das ist doch alles Quatsch. Gott ist der und sagt jetzt, Spritze hin, Spritze her, weg. Also es geht hier in diesem Kapitel nicht über Spritze, es geht in diesem Kapitel über Jakob Avinu. Jakob Avinu, unser Vater, hat alles verloren. Sein Geld, seine Vermögen, alles. Und deshalb, guck mal, was steht hier geschrieben. 4. Teizeruchoi, Joshua Vlad Mosoi, Bayoi Mau, Ov Durste Neusov. Geht aus sein Atem, kehrt er sich zurück zu seinem Staub. In jenem Tag gehen unter seine Trachtungen. In die hebräische Sprache, Auf Duestonotav bedeutet, hat er verloren sein Lebensspielfassade. Es gibt viele Menschen, die spielen sich alles unter Kontrolle. Boah, schön, wie geht's? Alles im grünen Bereich, alles unter Kontrolle. Was will der Mensch sagen? Imeina Nili, Mili. Wenn ich nicht für mich, niemand für mich. Jakob Avinu hat gesagt, hör mal zu, jeden Mensch hat Momente in seinem Leben, wo er verliert seine Linie, wo er verliert seine Bremse, wo er reagiert anders, als er reagieren wollte. König David weiß es, dass jeden Mensch in seinem Leben kann nicht immer alles unter Kontrolle haben. Es reicht, einer soll ihm ganz richtig kratzen, er wird schon anders handeln. Jeder hat sein Spiel dort, wo er spielen will. Aber wenn die Atem geht weg, wenn jemand hat ihn gebracht zum Platzen, da sieht man sehr schöne Reaktionen bei Menschen. Das nennt man in unserer Sprache Ibud Eshtonot. Verlust von Kontrolle, Bremse verlieren. Unglaublich. Deshalb sagt David HaMelech, Ashrei Shel Yaakov Bezroi, Sivroi al Adonai Eloyov, Voil zu dem, was Gott von Jakob ist seine Hilfe, was sein Ausguck ist auf Adonai, sein Gott. Interessant, er sagt El Jakob. El ist dem Namen von Gott von Recht und Gerechtigkeit. Und Jakob Avinu war sehr bescheiden. Er hat gesagt, gib mir Brot zu essen, Kleid zum Anziehen und wenn ich mehr habe, gebe ich dir 10%. Es gibt Menschen, die sind gut mit dir Sommer. Wenn es kommt Winter, die sind weg. Es gibt Menschen, die sind mit dir gut Winter, kommt Sommer, die sind weg. Es gibt Menschen, die begleiten dir in Jugend, wenn du bist alt, die sind weg. Es gibt Menschen, die sind mit dir in die Strand, aber im Meer bist du alleine. Es gibt Menschen, die sind beim Leben mit dir, aber mit dem Tod bist du alleine.
Es gibt nur eine, das immer bei dir, alle Jahreszeiten, alle Lebensphasen, vom Geburt bis zum Tod. Bei ihm gibt es nicht Laune, Armut, Reichtum. Bei ihm gibt es alles. Aber Hashem macht das, dass er schickt in unser Leben verschiedene Menschen, dass wir Vertrauen bauen, aber gleichzeitig nicht vergessen, dass die Menschen sind nur Erscheinungen von Gottes Güte, von Gottes Gnade, von Gottes Fülle, von Gottes Liebe. Und manchmal Hashem macht uns wie Oliven, er will uns pressen, weil er will unser Öl noch schöner, noch heller, noch festiger haben. Jakob wollte in Ruhe leben, aber hat er nicht geschafft. Ganzes Leben Turbulenzen. Rachel gestorben, Dina wurde entführt und vergewaltigt. Esav wollte ihn töten, 30 Jahre. Lavan, sein Schwiegervater, Streit. Zores ohne Ende. Reuven hat gemacht mit Bila. Yehuda hat Zores gemacht mit Tamar. Endlich will Jakob nur eins am Leben. Sheket, Ruhe, sagt Hashem, nein. Nächste Welt. Am kommenden Leben wirst du haben Ruhe. Diese Welt, um zu wachsen, muss man das Öl pressen. Ein Mensch ist nicht eine Schildkröte. Ein Mensch ist ein Schlichut von Hashem zu machen, seine Aufgabe. Nicht, dass du trotz gibst eine gute Ende. Die letzten 17 Jahre von Jakob hat er sehr schön gelebt. Also jeder hat zum Schluss noch Hoffnung. Weiter. Wer ist dieser Gott? 6. Oise Shomayim Voretz, es ayom ves kol asher bom, ashoim eremes leolom. Was er hat gemacht, die Himmel und die Erde, die Meer, dem Yam und alles, was in sie. Der, was hat drei schafft, auf ewig. Ein Mensch sieht in dieser Welt nur ein bisschen über die Wasser. Aber Hashem führt schon die Welt 5000 Jahre, hat er immer seine Pläne. Er kann nach vielen Generationen jemanden bezahlen oder bestrafen. Er kann manchmal nach 4 Generationen dem Enkelkind geben gutes Leben, weil seine Uroma hat an ihm Vertrauen gegeben und gebetet gut. Und Gott hat sie nicht alles gegeben. Gott hat gesagt, weißt du was? Bei deinem Urenkelkind kriegst du Belohnung. Und manchmal ist das umgekehrt. Irgendeine Opa war ein Bandit, ein Kriminell. Und ein paar Jahre später, der Kind bekommt Bauchschmerzen. Und die Eltern verstehen nicht, warum, so ein gutes Kind. Aber er isst die unreife Feige von dem Opa. Deshalb sagt David HaMelech, Hashoimer emes leolom. Hashem bewahrt die Wahrheit auf eine lange Bild. Man kann nicht dem Bild schneiden und nur nehmen dem Zitat oder dem Film oder dem Bild, die man will. Man muss alles sehen. Und jetzt kommt die Wohltätigkeit. Oise mishpot la'ashukim. Noisen lechem lo're'evim. Das ist die erste Gruppe. Was tut Recht zu der Gedrückte? Was gibt Bräut zu der Hungrige? Gott bindet ab die Gebundene. Also, hier geht es drei Leute, die haben in ihrem Leben noch Hoffnung. Wenn einer ist gedrückt, kann man ihm, heute nennt man das Rechtsschutzversicherung. Man kann ihm helfen, soll man ihm nicht betrügen als Eingestellter. Wenn einer ist hungrig, kann man ihm geben ein Sandwich. Und wenn einer ist gefangen, mental oder physisch, kann man ihn auch befreien. Jetzt kommt die nächste Gruppe. Adinoi Pokeach Ivrim. Adinoi Zokev Kfufim. Adinoi Oev Tzadikim. Gott macht sendig die Blinde, Gott stellt auf die Gebeugene,
Gott hat lieb die Gerechte. Es ist interessant, jeden Morgen, wenn wir stehen auf, wir sagen eine Reihe von Brachot, von Segenssprüchen. Und da sagen wir alles. Danke, dass wir sind, dass er hat geöffnet unsere Augen, dass er hat uns geöffnet und so weiter. Und jetzt kommt Hashem Ohev Tzadikim. Was heißt Hashem Ohev Tzadikim? Gott liebt die Tzadikim. Was hat das zu tun hier in die Mitte? Was ist ein Tzadik? Ein Tzadik ist einer, der gibt Hashem Recht für alles, was passiert. Und er macht die Aufgabe, was Hashem von ihm will. Ein normaler Mensch sucht gelungene Freunde. Nicht Blinde und nicht im Gefängnis und nicht Waisen und nicht Gebeugene und nicht Kranke und nicht Ausländer. Ich habe noch nicht gesehen, eine... Er geht nach Frankfurt und sucht sich dort eine. Er sucht einen guten Freund. Das heißt, jeden Mensch will eine Gunsten. Jeden Mensch will Bereicherung. Jeder Mensch sucht, wo bekommt man ein bisschen Schönheit, Lichtigkeit. Ein Mensch versucht, von ihm manchmal wegzujagen, die Bedruckten und die Elenden. Weil jeden Mensch hat einen gewissen Kapazität und mentale Kräfte, wie viel kann er ertragen, die Zores, also die Probleme von den anderen Leuten. Und er sagt in sich, was bin ich jetzt, der Sozialamt, was bin ich hier jetzt, ein Telefon am Sonntag für alle Leute, die haben Zores in ihrem Leben, und die Gleichgewicht zu wissen, was ist meine Pflicht und was nicht, ist sehr schwierig. Aber ein Tzadik hat keine Grenze. Ein Tzadik ist bereit, voll für die Menschen da zu sein. Wie ein richtigen Sozialarbeiter von Hashem. Nicht Sozialbeamter vom Staat. Der hat auch seine Zeiten. Sondern Hashem ohev Tzadikim. Aber Hashem will auch trösten die ganz Leute, die niedrig an die Gesellschaft. Adonai Shomer es Geirim. Yosom v'almona ye'oided v'derech reshoim ye'aves. Gott behit die Fremde. Der Weise und die Witwe richtet er auf, er wird ermutigen. Und den Weg von die Reshoim verdreht er. Das heißt, sehr oft weise Kinder oder Witwen, die sind sehr schwach. Witwe in die Sprache von die Tanach heißt Almone, Almana. Almana kommt von dem Wort Ilemet. Ilemet bedeutet stumm. Sie kann nicht sagen, sie hat nicht einen Mann, sie hat nicht Kraft oder ein Josse oder Gerim. Gerim sind zwei. Gerim sind die Ausländer und Gerim sind die Fremde Konvertierte. Das heißt, wenn einer kommt von einem Land zu dem anderen, hat er keine Mischproche, keine Freunde, er weiß nicht, was zu tun, er muss stehen um 5 Uhr in Galus warten zu seiner Aufenthaltsgenehmigung, als einer, der kam zu einem fremdes Land. Einfach ist das nicht. Braucht man sehr viel Geduld, Selbststolz, innere Emuna und ja, Leute, die bereit sind, ein bisschen zu helfen und unterstützen. Und interessant, Hashem findet immer feine, edle Menschen, uns zu unterstützen an die Sachen, was wir brauchen. Aber sehr oft sieht man in dieser Welt Unrecht. Und da gibt Hashem in diesem Kapitel uns eine Motivation, ein Idud. Derech Reshaim Yavet. Dem Weg von den bösen Leuten wird noch verdorben sein. Noch in dieser Welt.
Das heißt, jetzt sage ich dir was ganz Starkes und Scharfes. In alle Beziehungen zwischen Mensch und Gott, die ganze Rechnung vom Negativ kommt in kommende Welt. Der Honorar kommt manchmal hier, aber die Bestrafe nicht. Also wenn ein Mensch wird essen jetzt unkoscher, der Fisch wird ihm nicht stecken bleiben in Hals. Er wird bestellen noch eine Portion. Ja? Aber in alle Sachen, bei zwischen Menschen, wo der Mensch hat gemacht ein Unrecht, er wird in diese Welt oder steigen bei Belohnung und Sachar von Hashem oder bestrafen. Letzter Pasuk. Im loich adoinoi leoilom, Elohaich zioim, ledoir vodoir, Alleluja. Adoinoi wird Königin auf ewig. Dein Gott, Zion, auf dor deurois, Alleluja. Was heißt das? Dor bedeutet von einer Generation zu der anderen Generation. Jede Generation hat eine andere Vorstellung von Gott. Deshalb David Samelech sagt, nicht Elohe Avoteinu, nicht Gott unsere Väter, sondern Elohaich. Elohaich bedeutet deine individuelle, persönliche Gott. Und jeder Mensch von das, was er hat erlebt in seinem Leben, negativ und er hat gemeistert, damit kann er die anderen Leute damit verstärken. David HaMelech hat so viel erlebt. So viel erlebt. Kinder verloren, Eltern verloren, Freunde verloren, Schwager, eigene Kinder haben getötet, einer dem anderen auf Scholoim, Amnon, beste Freunde haben ihm Charakiri vom Hinten gemacht, ob es sowas möglich. Doeg, Achitofel, David HaMelech ist aber sehr elegant. David HaMelech beginnt nicht jetzt wie ein Jammersack in Altenheim zu erzählen, wie schlecht ist diese Welt. David HaMelech sagt, hör mal zu, in dieser Welt gibt es zwei Wege zu leben. Eine heißt Or, Licht, zu sehen das Gutes, und eine heißt Dunkel. Ich habe die freie Wahl zu entscheiden, in welcher Tunnel gehe ich. Ich gehe dem Tunnel vom Licht. Ich gehe dem Tunnel vom Singen und zu danken. Und wenn der Mensch schmeckt und tut an das Gutes, das Gute ist wie ein Magnet und er wird mehr magnetisieren in sein Leben. Und deshalb, damit will ich schließen, die Neshama wird heilig, wenn ein Mensch dankt und lobt Hashem. Das ist eine scharfe Sache. Sofort der Eindruck ist da, wie eine geistliche Dialyse. Und darum, alle 12 Nusraot von Gebete im Judentum, alle sagen diese Psalmen jeden Morgen, weil spielt keine Rolle, von wo du kommst. Zum Schluss, alle sterben gleich. Zum Schluss, die Luft von jedem Ballon geht runter und spielt keine Rolle, welcher Ballon bist du. Eine von den Lieblingsgeschichten von meinen Kindern war eine Geschichte mit 5 Ballons. Und jahrelang habe ich nicht verstanden, warum gerade die Geschichte ist mit den 5 Ballons. Aber heute weiß ich, weil die Neshama, sagt König David in Kapitel 104, hat 5 Teile. Und jedes Mal, Hashem macht ein Stück von der Neshama, pick, 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 noch einen Ballon runter, bis der letzte Ballon ist weg und da der Mensch fällt runter. Shkoyach.